Auf 15 Sekunden lang insgesamt 150 Leben wieder her. Das sind ja jetzt natürlich. Unsere Taten formen unsere Zukunft. Das ist natürlich jetzt immer wieder so ein bisschen blöd, wenn du dann gegen einen kämpfst und der hat 10 Tränke dabei und der kann die dann nacheinander alle abfeuern. Denke daran, Fähigkeiten zu wählen. Ja, vergiss nicht, die Fähigkeitspunkte zu verteilen. Der Kampf hat noch nicht begonnen, daher ist es ein guter Zeitpunkt, die Fähigkeiten des Charakters anzusehen und zu entscheiden, was du dir jetzt freischalten möchtest. Okay, fangen wir an mit entscheidender Schlag. Garen befreit sich von allen Verlangsamungen und erhält 1,5 Sekunden lang 30% Lauftempo. Das tönt ein Gewährt Mana permanent Rüstung. Das Gewährt permanent. Okay. Einen defensiven Schild und was haben wir hier? Er wird so lange sein Schwert um seinen Körper versucht, dabei die ganze Zeit mal schon 5-mal alle 3 Chemistufen um 1 erhöht. 14 plus 34% seinen Angriffsschaden, 25, plus 25 nach anderen Gegnern. An nahen Gegnern, okay. Okay, ich gehe erstmal auf das Schild. Nichts zu fürchten. Die Vasallen sind erschienen. Und, Schlage kenne das Schlachtfeld? Ja. In der Kluft der Beschwörer gibt es eine obere, mittlere und eine untere Lane. Beschwörer verweisen auf diese oft einfach als Top, Mid oder Bot. Demacia ja. Marschiert geschlossen. Genau das. Zerstöre einen gegnerischen Turm. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wobei ich mir die Helden mal besser dargestellt waren, meine ich mich zu erinnern. Naja. Die Schurken bleib hinter den verbündeten Vasallen. Ja, wollte ich gerade sagen. Außerhalb der Reichweite vom Turm bleiben. Erschlage gegnerische Vasallen. Erstmal habe ich jetzt gerade ein Problem mit den blöden Helden da, aber. Ja, das wird wohl noch. Benutze den Rückrufzauber, um zur Beschwörerplattform zurückzukehren. Noch nicht. Noch nicht. Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Ja, ist gut. Sei mutig, sei gerecht. Dann ziehe ich mich mal zurück. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Nee. Sehr gut, ich bin ja schon dabei. Fangen wir mal mit dem Rückruf an. Schmuck. Vertraut auf euch selbst. Hingerichtet. So. Jetzt können wir uns noch Schuhe holen, die uns tatsächlich doch irgendwie ein bisschen schneller gemacht haben. Verdiene zusätzliches Gold, indem du Todesstöße gegen Vasallen erzielst. Dein Champion erhält zusätzliches Gold, wenn er einen Todesstoß gegen einen Gegner ausführt. Plane deine Angriffe zur rechten Zeit, um deinen Reichtum zu vermehren. Ich bringe Gerechtigkeit. Joa. Was ist das denn hier? Hat ich gerade zurückteleportiert. Da oben habe ich es irgendwie angezeigt. Für Demacia. Passive Fähigkeiten. Jeder Champion besitzt eine passive Fähigkeit. Jeder Champion besitzt eine einmalige passive Fähigkeit, die immer aktiv ist. Bewegt die Maus über das Symbol, um die zugehörige Beschreibung zu lesen. Das wäre dann wohl hier. Beharrlichkeit. Garen, sollen Sie mir mit Schaden und gegnerischen Fähigkeiten so stellt er alle 5 Sekunden 18 Leben wieder her. Das heißt, wenn ein Kampf lange dauert,
dann, ja, stellt der andere wieder Leben her. Ups, ah, okay. Zeit zum Wiedererscheinen. Dein Schirmchen wurde erschlagen, aber lass dich nicht entmutigen. Der Tod ist ein Teil von League of Legends. Nach einer kurzen Zeit wird er auf dem Richtfeld erneut erscheinen. Die Wartezeit wächst mit jeder Stufe deines Champions weiter an. Angst ist der erste von vielen Gegnern. Mhm. Hätte ich ein bisschen weiter rauszögern können. So, dennoch bin ich wohl irgendwie führend bei mir im Team. Wobei Annie gerade besser ist. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, und da oben sind auch schon im Team erzielte Tötungen. Genau das. Aha. So kann man da doch ein bisschen was. Dafür hätte ich mir dann den Kill-Strike aufheben sollen hier. Oder wie das auch immer heißt hier. Entscheidender Schlag. Boah. Bleibe nahe am Kämpfen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Selbst wenn der Champion nicht den Todesstoß erzielt, erhält er Erfahrungspunkte, wenn du dich zu diesem Zeitpunkt mindestens in der Nähe aufhältst. Okay. Und? Du hast eine Unterstützung erzielt. Mhm. Du hast eine Unterstützung erzielt, indem du einem Verbündeten gegen einen gegnerischen Champion geholfen hast. Dein Champion erhält für die Unterstützung zusätzliches Gold. Das kennen wir doch schon. Zwecks Heroes of the Storm, aber das hat ja nichts damit zu tun. Neue Stufe. Schön. Dann holen wir uns mal den E-Angriff. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist ja so, ja, Garrett-Style-mäßig mit dem Reinrennen und alles umhauen. Greifst du einen Champion in der Nähe eines gegnerischen Turms an, bringst du diesen dazu, dich zu erfassen. Du solltest dies vermeiden, solange du nicht so erlittenen Schaden nicht gewachsen bist. Aha. Wird ein gegnerischer Turm zerstört, erhalten alle verbündeten Champions zusätzliches Gold und Erfahrungspunkte. Zudem können so deine Vasallen tiefer in die feindlichen Gebiete vordringen, was deinem Team ein größeres Gebiet kontrollieren lässt. Stoße weiter bis zum gegnerischen. Einsammeln kann man da allerdings wohl nichts. Oh, ich bin da wohl gerade ein bisschen in Bedrängnis geraten. Aber mit D kann man sich ja da irgendwie heilen. Ist ernsthaft verletzt. Theoretisch könnte ich ja auch mit 2 mir einen Lebensdrang verpassen. Was mich als geübten Heroes of the Storm Spieler eigentlich nicht jucken sollte, weil ich bin ja da auch ohne Lebensdränge ausgekommen. Da war eben nur im Namen des Königs oft ein Healer dabei als Unterstützung. Vergiss nicht, dein Gold auszugeben. Ach Gott, ja, genau das. Das wird mein Problem werden. Das wird mein Problem sein, ja, auf jeden Fall. Dein Turm wird angegriffen. Was da? Okay. Ja, also betrete den Dschungel und besiege die Wölfe. Da kann man. Was? Wo? Hä? Da, Wölfe, okay. Ach, überall Wölfe. Braucht Hoffnung. Rechtsklicke die Minikarte, um an den gewählten Ort zu laufen. Hab ich doch schon. So, jetzt geht's wohl gegen ein paar Wölfe. Okay, jetzt ist wohl gerade einer
Wer hat wen hingerichtet? Ne, einer von uns hat jemanden hingerichtet. Das ist doch schon mal schön. So, neue Stufe erreicht. Das heißt, ich kann mich wieder skillen und dann nehme ich doch erstmal den Schlag. Und da sind die nächsten Wölfe. Oh Gott, das ist ja hier. Tch. Nutze Gebüsch und hohes Gras zu deinem Vorteil. Mm, stimmt ja. Du hast hohes Gras betreten. Solange du dich hier befindest, bist du für außenstehende Gegner unsichtbar. Achte allerdings darauf, dass sich auch deine Gegner für den Hinterhalt verstecken können. Schon klar. Ich bringe Gerechtigkeit. Okay, ich. Was ist denn das jetzt? Greifvögel. Da nehmen gerade nicht die Greifvögel. Ist ja jetzt auch egal. Es fällt mir gerade ein, ich habe gerade wohl meine Webcam nicht an. Deswegen. Naja, und mein Chat wohl auch gerade nicht. Deswegen muss ich das gerade gleich nochmal machen. Das ist doch schon mal einfacher, aber jetzt kriege ich auch noch was ab. Ja. Okay. Ups, das war die falsche Tastenkombination. So, jetzt aber. Jetzt kommt noch meine Webcam dazu. Nur ist die Frage, wo tue ich sie hin? Ich bin mir noch nicht sicher. So, eine Sekunde. Eine Sekunde. Blutrausch. Das geht doch eigentlich ganz gut. Und jetzt noch der Chat. So, wie auch immer, ich müsste gerade noch mal irgendwie den Chat verschieben. So, okay, der Chat will gerade nicht, deswegen muss ich den wohl wann anders. Vergiss nicht, dein Gold auszugeben. Gold ausgeben, Gold ausgeben. Habe ich überhaupt schon genug Gold, um mir noch was Neues zu holen? Ach was, dann hole ich mir ein zweites Schild, ist mir doch egal. So, ich habe eh keine Ahnung, wie das geht mit den Schilden hier und so weiter. Leben, Angriffsschaden. Puh. Einmalig passiv. Okay. Ach, man kann es nicht stacken, okay. Ach Gott, das muss ich mir irgendwann nochmal genauer zu Gemüte führen. So. Und das Gesetz oder durch das Schwert. Okay. Jetzt weiß ich, warum Garen so einfach zu spielen ist und warum alle sich darüber beschweren. Naja, ergibt schon irgendwie Sinn. Pass auf! Ja, ich pass auf. Allerdings kommt der Chat jetzt mal woanders hin, damit er unter dem blöden Teil ist. Und jetzt. Alter, ich kann den Chat nicht verschieben. Was ist das denn hier? Ach, komm schon. Ach, okay. Mit dem Chat ist nichts zu machen. Der wird jetzt erstmal so klein bleiben. Und Abgang. Ach, was macht der da jetzt? Irgendwas, was schadet. Garantiert. Puh.